Dann kriegst du das jetzt natürlich. Für dich hat es sich das dann doch gelohnt, ne? Hier sind wieder neutrale Gegner. Die greifen einen nicht an, wenn man sie nicht angreift. Hallo, was machen Sie da? Was machen Sie da? Sind Sie ein Milizrekrut? Das finde ich nicht so schön. Machen Sie einfach weiter. Ich muss hier rechts. Okay. Okay. Bin ich einfach dran vorbeigelaufen. Kommt vor, wenn man nicht aufpasst. Das sind drei Gegner. Der gehört noch zu denen. Ziel neutralisiert. Okay. Und tschüss. Explodiert doch. Ups. Oh, das ist sogar besser als meins. Nice. Nice, Susan. Was hast du? 10, 8, 4. 11, 11, okay. Machen wir die zwei so platt. Oder einen davon zumindest. Und hepp. Und hepp. Und hepp. Und du bist tot. Du Heckenschütze. Wäre es mal lieber kein Heckenschütze gewesen. Sondern irgendwas Neutrales. Dann wärst du noch am Leben. Naja, egal. Wir machen unsere Aufgaben. Wir haben ja noch zwei Quests hier. Suche nach den Ocknauts. Dann machen wir das mal. Wir sind doch bei den Ocknauts. Hi. Ich muss mit dir reden. Ergibt euch. Ich will das Gerät der Kree. Spricht oder stirbt. Ich denke, es ist klar, warum ich hier bin. Was soll das heißen? Das ist ein Scherz, oder? Ich will endlich dieses Gerät. Schweben die Bewohner dieser Ebene in Gefahr? Warum kann ich euch verstehen eigentlich? Wahrscheinlich haben wir ein Übersetzungsmodul im Gehirn, aber trotzdem. Der Senat verweigert die Hilfe. Sorry. Könnt ihr nicht woanders hin? Ihr solltet die Herde ausdünnen. Wir sind hier auf Coruscant. Warum sollte der Senat uns nicht bei den Reparaturen helfen? Das ist keine Entschuldigung. Seht mich nicht so an. Findet euch damit ab. Trotz aller guten Absichten habt ihr immer noch Eigentum der Republik gestohlen. Soll mal dieses Grunzen verstehen. Ich gut, ich werde euch helfen. Ich bin nicht eure Freundin. Ich werde den Repräsentanten der Gree von eurer Lage berichten. Okay, dann werden wir das machen. Geben wir den Kratos. Aber dieses Grunzen ist schon ein bisschen, ne? Zum Bissel ist das ja schon. Wo muss ich jetzt eigentlich? Das ist die Kree-Konsole, aber ich muss erst hier runter. Okay. Gehen wir erst da runter. Und dann schauen wir mal weiter. Ich frage mich, ob die Uhr hier unten richtig geht. Könnte gut sein.
Ja, wird wahrscheinlich so sein. Ich habe um 10 nach 5 angefangen zum Aufnehmen. Oder mit dem Aufnehmen. Wollen wir mindestens bis 10 nach 6 machen. Mindestens werde ich das heute machen, damit ich die 3 Folgen habe. Oder halt bis 25 nach, denn wenn die Folgen 25 Minuten gehen sollten. Ich bin mir da noch nicht sicher. Weil ich habe ja gesagt, so eine Stunde in der Woche insgesamt sollte schon genügen. Und da renne ich aus Versehen in die Gegner rein. Was haben wir denn hier? Eine tote Wache. Lasst uns einfach durch, dann passiert euch nichts. Ich glaube, warte mal, ich kann ja meinen Begleiter eigentlich mal wieder auf eine Mission schicken. Wo war denn der Knopf mit B? Geschenke. Geschenke hier, komm. Du bist dann 3 Minuten, 4 Minuten weg, passt schon. Ich komme auch alleine, klar. Vor allem bei diesen schwachen Feinden hier. Früher waren die Begleiter nicht so stark, da waren sie noch extrem schwach. Aber vielleicht ändert sich das ja im hohen Levelbereich, dass sie dann nicht mehr so stark sind. Ich meine, es sind ja OP-Heiler, ne? Aktuell. Der kriegt ja alles geheilt. Alles, sage ich euch, alles. Gut. Auf den nächsten Planeten freue ich mich gar nicht. Ich glaube, das war Nashada oder wie der heißt. Ich fand den immer echt scheiße, deswegen werde ich da auch nur die Story machen. Ein Planetenstory, wenn er Planetenstory hat und wahrscheinlich noch die Zweiermission. Aber sonst sollte das so passen. Jetzt hat er mich betäubt. Betäube ich dich. Siehst du mal, wie das ist? Findest du das geil? Findest du das geil? Ich glaube nicht, oder Timmy? Ich glaube nicht. Naja. Machen wir jetzt mal ein bisschen stärker. Hier kriegst du eine Explosion ab. Und dann kriegt er noch die Explosion ab. Und dann kriegt er noch die Brandgranate ab. Und dann heile ich mich. Ein wenig. Nun gut. Sind wir überhaupt noch? Ja, sind wir. Geradeaus. Dann sind wir schon da. Ach komm. Wie hast du mich denn gesehen? Und da betäubst du mich auch noch. Was soll ich denn da von dir halten, ne? Das finde ich echt frech von dir. Was sagt hier dein Aufseher, Freund? Was sagt er dazu, dass ich dich jetzt getötet habe? Nur weil du mich töten oder angreifen wolltest. Das ist alles deine Schuld. Hättest du nichts gemacht, wäre dir auch nichts passiert. Nein. Deine Reichweite für einen Level 13 Gegner oder 14 oder was du hattest, war schon sehr hoch. Naja, jedem das seine. Machen wir erstmal mit der Story weiter. Mit der Soldatenstory. Jetzt hört mal zu, Kardan. Dass ich euch geholfen habe, hat meine Operation schon genug gefährdet. Ihr tut jetzt, was ich sage, sonst... Sonst was, Captain? Ich bin keine von euren hirnlosen Drohnen. Dieser Teil der Operation ist meiner und damit basta. Ich lasse mich nicht so... Eindringling! Lasst die Waffe fallen, Soldat! Ihr habt hier keine Chance! Gebt auf, Kadam. Schöne Freunde habt ihr. Seid nicht dumm. Wenn ihr nicht sterben wollt, solltet ihr euren eigenen Rat befolgen. Kommt nicht in Frage, Soldat! Jetzt lasst die Waffe fallen! Bevor... Ein Chaosabzeichen? Ist das ein Witz? Nein, nein. Ihr seid der neue Rekrut, von dem Tavo sprach. Ihr habt überlebt. Das überrascht mich wenig. Im Chaos-Trupp waren stets nur die Besten. Macht es euch nicht so schwer. Spart euch die Lobeshymne. Das ist eure letzte Chance.
Die Komplimente eines Verräters interessieren mich nicht. Es ist kein Verrat, wenn die Republik einen zuerst verrät. Es ist Selbsterhaltung. Ich bin beeindruckt. Hätte nicht gedacht, dass die Alte mir so schnell jemanden auf den Hals setzt. Gaza hat offenbar in all den Jahren nicht nachgelassen. Worauf wartet ihr, Kardan? Macht den Welpen kalt! Oder fehlt es euch etwa an Entschlossenheit, für das Imperium zu kämpfen? Meine Loyalität gilt Tavus, nicht eurem Imperium oder sonst jemanden. Wenn ihr den Soldaten tot sehen wollt, kümmert euch selbst drum. Ich töte keine guten Soldaten. Ich gehe jetzt in die Hüttenstadt und sehe nach, ob alles bereit ist. Lass es noch nicht vorbei, nicht so schnell, eure Tage sind gezählt. Hier geht niemand weg. Tut euch selbst einen Gefallen und sterbt schnell, Soldat, bevor ihr noch tiefer in den Schlamassel rutscht. Ach, warum lassen wir die gehen? Feuer eröffnen! Naja, ihr seid keine Gegner für mich. Nicht wirklich, vor allem haben wir unser Begleiter wieder dabei. Das heißt, ihr seid ja noch schwächer. Die haben mich auch zurückgestoßen. Das gibt's ja nicht. Das gibt es doch nicht. Hier, jetzt geben wir meine Sache zurück. Ja, ich werde angerufen. Was haben wir denn hier? Kleiner Einflussgewinn hier. Oh, nicht schlecht. Was willst du uns sagen? Kommt herein, Lieutenant. Bilde ich mir das nur ein, oder habt ihr gerade gegen Soldaten des Imperiums gekämpft? Bestätigt, General. Ihr meint sie getötet? Nein, ihr seid verrückt. Keine Einbildung, General. Das waren Kommandotruppen des Imperiums. Imperiale Truppen uniformiert auf den unteren Ebenen von Coruscant und der Sicherheitsdienst der Republik weiß nichts davon? Unglaublich. Wir müssen mehr über diese Verbindung zwischen den Justikaren und dem Imperium wissen. Wenn sie unsere Feinde decken, haben sie bestimmt nützliche Informationen für uns. Verstanden, General. Was ist mit Kardan? Wir sollten alle eliminieren. Sollte ich nicht Kardan finden? Wir müssen genau wissen, wo Kardan ist, bevor ihr ihn verfolgen könnt. Ein Grund mehr, die Zentrale der Justikare nach Informationen zu untersuchen. Die Überwachungssysteme zeigen, dass sich das Hauptcomputerterminal der Justikare in dieser Zentrale befindet. Findet die nötige Zugangskarte und aktiviert das Computerterminal. Meine Techniker können es dann hacken und alles aufdecken, was die Justikare und die Imperialen planen. Verstanden, General. Hoffentlich haben Sie überhaupt Aufzeichnungen. Das ist Zeitverschwendung. Ich kümmere mich auf der Stelle darum. Gut. Gaza, Ende. Tschüss, Gaza. Dann werde ich mich drum kümmern. Und jetzt einfach nur hier. Alles klar, kriegen wir hin. Sollten wir einfach besser aus dem Weg gehen, sonst mache ich Kleinholz aus denen. Justikaren. Es wäre ja gelacht, wenn nicht. Mein, seht ihr euch an. Sie sterben. Und explodieren. Oder auch nicht. Aber sie werden explodiert. Wäre das Ding einfach nur schneller hochgegangen. Naja. Okay. Betäubst du mich? Aber ich kann dich auch betäuben. So nicht, man. Jetzt betäubst du mich sehr lange. Wow, wie fies. Wie fies war das denn? Betäubt er mich voll lange. Voll lange. Geht ja mal gar nicht. Ich mag nicht betäubt sein. Ich möchte auch nicht kämpfen, unnötig. Das ist nur Zeitverschwendung gegen solche Luschen. Luschis, sage ich euch. Kommt erstmal angesprungen. Auf Coruscant sind übrigens aktuell 39 Spieler. Sehr schön. Nee, die 8 wollte ich drücken. Okay. Ein toter Roboter ist ein guter Roboter. Nun denn. Was haben wir denn hier? Besorge dir eine Zugangskarte, das kriegen wir hin.
Hier ist schon mal Geschichte. Da treffe ich keinen natürlich. Und hier, der Ermittler geht auch kacken. Sterben. Was ja in etwa das gleiche ist. Eigentlich ja nicht, aber könnte ja das gleiche sein. Komm, ich muss hier mal an die Konsole. Macht Platz da oder geht mir einfach aus dem Weg. Soll sich die Republik um euch kümmern? Ich wollte schon das Imperium sagen, aber ihr seid ja mit den Verbündeten anscheinend. Deswegen werden sie sich wahrscheinlich nicht um euch kümmern. Zumindest nicht so, wie ich es mir vorstelle. Bam. Alle tot. Hallo, jemand da? Gute Arbeit, Lieutenant. Meine Techniker greifen gerade auf die Daten der Justikare zu. Patrouillenpläne, Vorratslisten, Häftlingsakten. Ah, Kardan, ihr. Ich denke, wir haben gefunden, wonach wir gesucht haben, Lieutenant. Ihr habt ein neues Ziel. Ich bin bereit, General. Was ist mit Kardan? Ein weiteres Ziel? Sagt mir nur, wer und wo. Kardan ließ die Justikare mit dem Imperium zusammenarbeiten, damit sie ein verlassenes Kommunikationsrelais der Republik hacken und wieder aufbauen. Es ist unten in einem Industriegebiet namens Hüttenstadt. Anscheinend verwendeten Tavus und seine Anhänger dieses Relais zur Übertragung ihrer gesamten interplanetaren Kommunikation. Wenn wir es zerstören, sind die Verräter völlig voneinander abgeschnitten. Mir gefällt, wie das klingt. Warum sollten sie ein geheimes Relais haben? Warum wussten wir nichts davon? Es ist bestimmt einfacher, die Verräter zu erledigen, wenn sie isoliert sind. Ich schicke Sergeant Martin. Er wird euch die Sprengladung bringen, mit der ihr das Relais zerstören müsst. Er wird sich bald mit euch treffen. Verstanden, General. Das ist genau meine Mission, Martin. Mephin soll sich besser beeilen, Martin. Ich werde mich schnellstens mit Sergeant Martin treffen. Eine Sache noch. Kardan hat sich offenbar nicht mit den Imperialen zusammengeschlossen. Ich denke nicht, dass er so überzeugt von ihrer Vorherrschaft ist wie seine Schützlinge. Er bewacht sicher das Com-Relais. Tötet ihn, wenn ihr müsst, Lieutenant. Aber versucht zuerst, ihn friedlich zur Aufgabe zu überreden. Das werde ich. Kommt ihr mir irgendwelche Anhaltspunkte geben? Er ist die Mühe nicht wert. Wie kann ich Kardan überzeugen? Kardan ist nur auf die Sicherheit der ehemaligen Chaos-Truppmitglieder bedacht. Er steht zwar nicht auf unserer Seite, aber auf der Seite des Imperiums ist er auch nicht. Überzeugt ihn davon, dass es nur in Tavus und der anderen Interesse sein kann, wenn er sich ergibt. So kann man ihn am besten umstimmen. Verstanden, General. Es ist wohl ein Versuch wert. Kardan wird sich nicht ergeben. Klingt nach einem guten Plan. Kardan könnte uns dabei helfen, alle von einer friedlichen Lösung zu überzeugen, indem sie aufgeben. Macht ihm das klar, sonst müssen wir sie alle töten. Und nun beeilt euch und trefft euch mit Sergeant Martin. Ihr werdet diese Sprengladungen benötigen, egal was mit Kardan passiert. Viel Glück. Gaza Ende. Ich glaube nicht, dass wir sie überzeugen können, alle. Will ich auch gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Und Stufe 19 erreicht. Sehr schön. Oh ja, das ist schon mal besser als deins. Sieht zwar wohl nicht gerade berauschend aus, aber es kommt nicht immer auf die Schönheit an. Würde ich mal sagen, oder aufs Aussehen. Hauptsache du bist stark. Auf Stärke kommt es nämlich an, zumindest hier in dem Spiel. Okay. Dann wollen wir mal weitergehen, und zwar hierhin zurück. Kann ich da schnell reisen? Ist halt die Frage, wo sie sind. Hier sind wir. Ich glaube, dann wird das schon richtig sein. Ich habe echt keine Ahnung. Aber wenn nicht, dann laufen wir halt nur ein bisschen. So ist das halt manchmal im Leben. Manchmal, da muss man laufen. Vollkommen falsch. Aber hier ist eine Post. Ihr am Post. Achso, wir kriegen noch ein bisschen Geld. Okay. Das ist jetzt nicht
Wird wahrscheinlich nichts Interessantes sein. Zumindest kann ich mir das nicht vorstellen. Okay, gut. Erstmal hier das draußen deaktivieren. Los, hoch! Was? Willst du mit mir reden? Eigentlich? Bereit, wenn ihr es seid. Nö, willst du nicht.